Ein Systemsprung kann sein, dass ich in mir ein Aha-Erlebnis habe. Das werde ich jetzt ab sofort ändern, weil es hat ja was dazu geführt, dass ich in dieses Tumorgeschehen hineingekommen bin, in so eine Krankheit. Und anhand dessen, dass das mit einem guten Gespräch oder Partner oder Therapeuten oder mehreres zusammen, Freund und Freundin dann geklärt oder immer besser geklärt ist durch die vielen Fragen, die ich dann an mich selber habe, komme ich immer mehr dieser Sache auf die Spur und auf diesen Ursprung. Und dann erkenne ich, ich habe immer so gehandelt und warum mache ich das nicht mal anders? Dass ich mal die Jacke andersrum anziehe, dass ich mutiger werde, zu mir selbst zu stehen und zu meinen Entscheidungen. Mhm. Und dann, wenn ich sage, deine Heilung, das ist auch disziplinierte Arbeit. Mhm. Das ist ein Plan, den du da bekommst. Das ist ein Schrittabfolge, die du entwickelst. Wenn dir das schon für dich persönlich, genau. Das ist ja nicht irgendwas, was man pauschal dann weiter, was ich pauschal weitergeben kann. Das nächste ist, dass ich ins Handeln komme, und zwar in ein mein persönliches Handeln. Mhm. Was habe ich zum Entgiften auch mental? Wie habe ich mich bisher selber genährt? Das wäre dann so die innere Frage dann auch, nicht nur die physische. Mhm. Und welchen Energien habe ich mich bisher mit befasst? Mhm. Bin ich eher jemand, der sorgenvoll ist oder Befürchtungen hat?